Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Planet Zoo. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir hier unser kleines Bongo-Gehege gebaut. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Hier so ein bisschen afrikanisch schon angehaucht, um hier so langsam in das Thema zu rutschen. Und ich habe einfach mal hier nochmal so ein kleines Hütchen so ein bisschen kopiert, nur in den kleinen. War jetzt, wollte ich jetzt nicht so einem Let's Play machen, weil war einfach nur so rüberziehen, ein bisschen abändern und habe hier nochmal ein, zwei Geschäfte reingesetzt. Das war es eigentlich auch schon. Hier hinten nochmal so ein paar Klos, also nichts Spektakuläres. Den Weg hier parallel und hier werde ich dann später auch nochmal so eine Ecke reinsetzen. Vielleicht auch sogar nochmal gleich hier mit Varien, weiß ich noch nicht. Aber erstmal möchte ich hier diese Folge einen Wüstenhund, Wildhund, nee, afrikanische Wildhund heißt er, glaube ich, hinsetzen. Der muss natürlich ein bisschen überdacht werden, weil der ist hot. Hot in hier. Der braucht 16 bis 40 Grad. Da sind wir im Winter komplett außen vor. Das werden wir diese Folge mal ein bisschen realisieren. So ein kleines Glasgehäuse hier mit dran setzen, hier nochmal Stein hin. Bisschen runter und dann irgendwie zusammenbasteln. Also bleibt einfach mal dran. So, wir starten einfach mal hier mit dem Gelände, indem wir hier so einen kleinen Rundgang bauen. Wie das Gelände ungefähr sein will. Und dann müssen wir das Ganze ein bisschen niedriger setzen, damit die Tiere hier Freilauf haben und wir eine kleine Einschränkung im Gelände sicherstellen, wo die dann nicht mehr raus können. Ein bisschen Abstand hier von den Seiten sollten wir schon halten und können jetzt hier direkt schon mal Steine setzen, um diese Seite zu verkleiden. Das finde ich nämlich mal gar nicht so schlecht. Von innen sieht man es nicht. Und hier haben wir einen festen Bestandteil, den kann man auch hochziehen, sodass wir hier gar nicht weiter verkleiden müssen. Eigentlich. Am Laufe der Folge werden wir sehen, dass ich das noch mal ein bisschen abändern werde, muss, um ja, das Ganze hier schick zu machen. Das ist jetzt erstmal auch nur der Grundstein. Hatte ich halt jetzt nicht vorbereitet. Einfach mal zu gucken, wie das Ganze hier wird, auch größentechnisch. Soll ja halt auch mal wieder ein interessantes Gebäude werden, sprich mit Glas. Also es wird eine Glaskuppel werden, ein Indoor-Gehege komplett. Deswegen hier ruhig auch mal ein bisschen unförmiger. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie einen Weg rübersetzen. Um gleich das Ganze hier passend zu machen. Aber ein Ticken größer geht immer. Für unsere Wüstenhunde nur das Beste, wisst ihr doch. Dann können wir hier einfach mal mit dem Weg starten. Eine schönere Kurve. Dann sieht das doch ganz nice aus. Die haben quasi so einen Übergang hier. Dann schauen wir mal hier, wie wir so einen schönen Kuppelbau starten können. Nehmen wir uns mal hier die Seite. Dass das hier von der Höhe auch gut passt. Gar nicht so verkehrt, wenn die gar nicht so weit rausgucken können. Unten. Und wir hier direkt dann mit dem Glas anfangen. So müssen die Leute quasi hier reingehen ins Gelände, um die Tiere sehen zu können. Ich kann nicht von draußen schauen und
machen den ganzen Weg dicht. Zumindest mein Grundgedanke daran. Bauen uns quasi erstmal eine Strecke, die wir dann einfach hier komplett gleich kopieren und dann hin und her drehen. Ihr werdet noch sehen, das ist gar nicht so leicht, wenn das nicht mal eine Rundung ist oder was Viereckiges. Da müssen wir natürlich auch noch die passende Entfernung finden. Du kannst das Ganze hier so kopieren. Was auswählen, was wir dafür nutzen werden. Und dann das Ganze hier irgendwie immer hin und her. Schon mal eine schöne lange geschlossene Wurst. Geht es auch passend ans Gebäude ran. Sieht einzeln, wie gesagt, wieder ein bisschen größer aus, aber prinzipiell sollte es passen. Also hier auch die entsprechende Entfernung. Dann wissen wir, wo wir hier ungefähr landen werden. Dementsprechend gut eindrehen. Ah, hier wird das nicht so ganz was. Also ist okay. Winkel vielleicht noch mal kurz etwas anpassen. Sieht auch nicht so richtig aus. Können wir gleich noch mal verschieben. Also geht's. Das ist gar nicht so leicht. Und macht noch ein paar mehr Probleme. Das ist halt keine rechtwinklige Angelegenheit, sondern eine relativ durchwachsene. Hier auch dann später die Außenkante wird auch nochmal einen kleinen Spaß geben. Einfach mal so quer über den Weg drüber. Das Tor können wir dann später noch nachjustieren. Dann müssen wir nochmal eindrehen, die Geschichte. Und dann gehen wir einfach mal von hier drüben heran. Dass wir es zu einer geschlossenen Einheit kriegen. Mehr als diese 15 Grad sollte man nicht wirklich drehen, weil sonst passt das wieder nicht. Ihr seht schon, es führt langsam aber sicher zusammen. Und ist nicht so starr dadurch. Den ganzen Spaß muss man jetzt auf der Gegenseite natürlich auch nochmal umsetzen. Nach und nach dann quasi das geschlossene Gehege hier fertig. So, completely. Ich habe keinen Sprung gemacht. Hier habe ich drin auch schon mal so eine Hütte hingesetzt, um den Zugang für die Wärter quasi zu gewährleisten. Die kommen dann aus dem Verkäuferbereich, den ich da drüben in der Hütte hatte. Sieht, glaube ich, von innen auch ganz gut aus, wenn denn dort so ein kleiner Reich ist, wo die halt für sich sind. Können wir nachher noch ein bisschen afrikanisch anhauchen und dann passt das. Also jetzt müssen wir hier das Ganze natürlich noch mal ein bisschen mit anpassen mit Steinen, damit die alles hier haben.
Dann kommt hier so der Schlafbereich etwas versteckt in die Ecke. Hier ein paar kleine Tränke. Alles Vorbereitung für das Gehege. Und dann habe ich hier noch fälschlicherweise Klimaanlagen eingebaut. Ich dachte eigentlich, damit wird es wärmer, weil ich hatte meinen ersten Zoo mit, also hier in diesem Spiel, immer in den Tropen gemacht. Da brauchte ich immer Klimaanlagen, um die Tiere runterzukühlen. Und hier wundere ich mich, warum es nicht warm wird. Ja klar, ich brauche nämlich eine Heizung und keine Klimaanlage, aber komme ich später auch nochmal drauf. In dem Moment war ich es definitiv nicht. So, jetzt springen wir hier kurz mal hin und her, aber das sieht ganz gut aus. Ein bisschen Kleinarbeit nebenbei. Dann suchen wir uns hier mal zwei. Einen hatte ich nämlich in irgendeinem Event freigespielt gehabt. Dann können wir die nämlich schon mal reinsetzen. Aber die wollen nicht. Die werden irgendwie nicht kommen. Obwohl es doch so ein schönes Gehege ist. Ich wollte das nämlich dementsprechend hier, was die Pflanzen angeht, ein bisschen anpassen, damit die so halt glücklich sind. Ich suche die ganze Zeit die Zoowärter, aber da bewegt sich nichts. Und ich weiß im ersten Moment auch nicht warum. So, jetzt haben wir die ersten Tierchen reingekriegt. Ich musste da noch mal ein bisschen nachjustieren, was den Gehegeeingang anging. Irgendwie ging das alles nicht. Und jetzt können wir hier schauen, dass wir die entsprechende Bepflanzung reinbekommen. Die natürlich nicht außerhalb des Geheges ragen soll. Also aus der Kuppel raus. Hier, diesen Baum fand ich auch super in der Mitte. Muss ich leider später sogar wieder wegreißen, weil die Sicht auf die Tiere versperrt. Glaube ich zumindest, dass es daran lag, weil ich habe dann lange Zeit immer die Bilder, ich kann das Tier nicht sehen. So, alles hier ein bisschen schick machen, damit die hier auch einen natürlichen Raum haben, wo die leben können. Etwas grüner als gedacht, muss ich ehrlich zugeben, hier in der, also in so einem Savanntier. Ich muss hier nebenbei schauen, dass sie mir nicht abhauen. Ja, haben wir wieder was freigespielt, kann man auch direkt weiter laufen lassen. Und da kommen auch schon die ersten Menschen rein. Müssen wir hier nochmal kurz Infotäfelchen. Die hier auch hinsetzen, damit die immer was zu lernen haben und ich den Bereich ein bisschen besser benutze. Also die kommen immer mehr rein. Den Außenbereich mache ich später hier mal offline ein bisschen anpassend. Jetzt bauen wir uns mal noch eine neue Anzeigetafel, wo ich wieder mit den Brettern. Wo dann unsere Monitore dranhängen können. Und noch natürlich passende Beleuchtung irgendwie wählen. Und dann können wir hier auch nochmal diese kleinen Lampen mit reinsetzen. Finde ich auch ganz nice eigentlich. Geben viel Stimmung ab. Da sehe ich schon ein, zwei Ecken, gucken die raus. Dann müssen wir auch nochmal ran. Allgemein habe ich mich wenig mit der afrikanischen Deko beschäftigt. Deswegen bin ich hier noch viel am Suchen und Machen. Ich war irgendwie in meinen vorigen Versuchen immer im asiatischen Teil hängen geblieben. Das sind halt auch mit die teuersten Tiere, wie ich bis jetzt feststellen musste. Klar, Großtiere mal abgesehen. Ich würde gern auch mal in die andere Richtung hier schon expandieren und da vielleicht mit dem asiatischen Teil anfangen. Wie zum Beispiel die Flamingos, die gehören ja auch so grob in den afrikanischen Teil, in den asiatischen. Oder die kleinen Panda-Bärchen wieder. Die Japan-Makak. Und so weiter und so fort. Aber wir müssen hier, also ich will hier erstmal ein richtig dickes Plus fahren. Danach kümmere ich mich drum. Aber langsam gehen auch die Kleintiere hierfür aus. Also die nicht so viel fressen. Die wollen ja auch größere Rudel hier haben, also das ist auch immer ein bisschen kritisch.
wir uns hier nochmal entsprechende Zaundeko raus. Und damit haben wir das Gelände auch soweit schon fertiggestellt. Nachdem das hier natürlich abgegrenzt ist, obwohl es schwachsinnig wäre, weil die eh nicht runterfallen. Ja, nach ein paar Problemchen ist auf jeden Fall das Gehege wieder da. Also hat er die Tiere nicht hier hingelagert. Aber jetzt geht's und es sieht echt gut aus. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege. Also erstmal von außen nochmal checken. Es ist zwar groß, aber ich finde es geht, weil das nicht so plump rund ist, sondern diese kleinen Dellen drin hat. Als Glasgebäude ist das, glaube ich, echt angenehm. Von hier aus auch, also es wird hier alles noch ein bisschen verschwinden, die Ecken. Wenn wir dann mit dem Außenbereich hier sind. Und dann habe ich hier auch gleichzeitig natürlich unseren guten Gang mit angebunden, dass wir hier ein schönes Gehege für die haben. Ja, also auch hier das mit dem Holz, das finde ich ganz gut. Das hat was. Und wenn die Leutchen hier so gucken, dann nehmen wir uns hier mal so ein Pärchen. Haben wir hier eine schöne Sicht auf das Tier. Schönen Rundumgang hier halb durch den Dschungel. Aber die brauchen doch weniger weniger Gras als ich dachte. Wüste als ich dachte. Und euch sollte es, glaube ich, auch ganz gut gehen, oder? Ja, ein bisschen Lebensqualität fehlt noch durch Futter. Gehege ist so lala groß, ist mir aufgefallen. Hätte noch ein Ticken größer sein können. Aber es muss reichen für die. Ist ja schon riesig, muss man ja auch zugeben. Ne? Für den Eingangsbereich hier. Ich hoffe, dass das hier mit den Temperaturen jetzt passt. Vor allen Dingen dann im Winter, das werden wir ja sehen. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Mülltonnen. Sehe ich gerade schon. Also unsere provisorischen Tonnen. Später nochmal überarbeitet. Auch hier finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn die Leute hier so lang gehen können. Hier haben wir noch ein bisschen Fels machen. Hier möchte ich so ein Willkommen Afrika irgendwie hinbauen. Dann haben wir hier erstmal den offenen Weg. Da zu den Bongos und dann hier rein in das warme Gebiet. Hier sieht man auch schon die Tierchen. Finde ich gut. Hat was. Ich glaube, die brauchen gar keine stabilen Rückzugsorte wirklich. Also können wir jetzt nicht meckern. Müssen die halt nur forschen. Dass wir hier den Wald ein bisschen mehr reinsetzen können. Aktuell haben sie ja nur im Wald das Wasserspiel. Ich finde, das sieht gut aus. Und solange wir noch Plus machen, ist alles gut. Ich werde mal aber noch einen Reiniger einstellen. Hier, das kann ich auch wieder wegreißen. Aber ich kann auch das hier wegreißen, ist ja völlig wurscht. Strom sollte da auch überall sein, ne? Also ich habe jetzt nichts gesehen, was nicht mit Strom versorgt wurde, ja, weil ich ja da den habe, der kommt ja später auch nochmal weg. Nee, sehr cool, gefällt mir gut, das Gehege. Deswegen machen wir jetzt hier Feierabend. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.